Heyo Leute, was geht? Wir haben jetzt hier iOS 8.4 auf dem Gerät. Da tut sich nicht wirklich was. Ich möchte heute auf Apple Music eingehen. Apple Music ist quasi der Versuch, die Musik nicht mehr zu kaufen, sondern wie Spotify, ihr seht es hier auch im Bild, einen Streamingdienst anzubieten. Und das macht jetzt Apple auch und hat sich deswegen ziemlich sicher Beats gekauft. Es wird nicht wegen den Kopfhörern sein, sondern wegen der Musik, wegen der Streaming-Plattform oder Möglichkeit. So, und hier ist Folgendes, ich kann jetzt natürlich nur zu meiner Musik gehen oder ich kann sagen, ich will ein Probeabo von 3 Monaten starten. Das möchten wir doch gleich. Und Abo wählen kann man natürlich. Ich werde jetzt als erstes mal mein Einzelperson machen. Sodala, und jetzt sind wir auch schon hier drin. Sodala, und wir beginnen mit Folgendem, dass wir auswählen, welche Musik wir mögen, welche wir gerne anhören. Und dort gibt es natürlich Verschiedenes. Ich werde mal Electronic reinwählen. Man kann das zweimal antippen, dann wird es mehr. Ich mag ein bisschen Rock, ein bisschen Dance. Sodala, und dann sage ich schon mal weiter. Diese nimmt er dann. Wähle 3 oder mehr deiner Favoriten. Okay. Hardwell ist sehr, sehr cool. Das ist noch cool. So, und dann sagen wir fertig. Und zack, er erstellt hier mir, was ich wahrscheinlich gerne hören werden würde. Und dort kriege ich ganz viele Listen vorgeschlagen, was cool ist und alles Mögliche. Und ich kann schauen, was Neues gibt. Hier Motrip gibt es was Neues. Muse hat ein neues Album. Und dort haben wir auch das neue Interface. Also ich habe es schon mal angesprochen gehabt, aber hier haben wir jetzt auch das neue Interface in iOS 8.4. Und ja, gehen wir mal durch. Hier haben wir vielleicht noch ein bisschen Electronic, das suche ich gerade. Ja, da kann man dann mal durchschauen, was alles gibt. Da gibt es eigentlich ein paar coole Sachen, Top-Titel. Und hier unten gibt es Apple Music Editoren und dort werden von realen Menschen Playlists erstellt. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil da kommt auch wirklich was Gutes rüber. Electronic zum Beispiel. Und dort schauen wir einfach mal, was geht. Playlists. Und das sind von echten Menschen, also es klingt jetzt blöd, aber es ist halt nicht computeranalysiert. Ich weiß nicht, ob ihr an Genius euch erinnern könnt, das war richtig schlimm. Dann Radio, können wir Beats One anhören, wenn wir Bock haben. Und das finde ich ziemlich cool. So, und da läuft auch schon was von Eminem. Und es ist richtig lässig, also wir hören einen Radiosender, der online ist. Es ist jetzt nichts weltbewegend Neues. Es gab schon Online-Radio, aber ich bin mal gespannt, wie Beats One sich anhört. Ich mag Zane Lowe richtig, der ist richtig cool, der Typ. Und dort wird es eigentlich spannend, was da sich alles entwickelt. Dann Connect, da können wir uns mit unseren, unseren Idolen quasi verbinden. Und zwar in dem Sinne, dass die Idole zum Beispiel hier ein Bild posten und ich kann sagen, okay, mir gefällt das. Oder kommentieren, also quasi ein Ping. Oder Instagram, Facebook für Musik integriert. Das finde ich ziemlich cool an sich, weil man dann halt auch mehr mitbekommt, was es gibt. Und dann sage ich jetzt hier einfach mal, ich will noch Kollega. Ich muss mal kurz schauen. Kollega, den followen wir jetzt. Und dann suchen wir auch noch meine Sachen. Und zwar sowas wie Deadmaus. So, das ist der Künstler. Und dem folgen wir auch. Und dann folgen wir diesem Künstler und können dann sagen, ah, okay, das hört sich super an. Und können dann die Musik live streamen. Kommt dann einfach hier an. Ich kann hier Musik anschauen. Hier unten seht ihr das Feld. Kann ich hier vorfahren, wie ich lustig bin. Und dann wieder runterwischen. Alles top. Also mir gefällt es richtig gut. Designtechnisch super gemacht. Und ich kann es jedem empfehlen. Ich kann euch empfehlen, das auch mal anzuschauen. Ich finde an sich Spotify schon recht cool. Die Frage ist halt, wie viele Funktionen wir hier reinbringen können, dass wir sagen können, okay, ich möchte hier Playlists erstellen. Da sind halt von mir auch noch meine Playlists drin, wie gut sich das mischt und mixt und sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig cool. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Es gibt mal einen kleinen Ausblick auf die Musik-App von Apple und den Streaming-Dienst Apple Music. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.